einmal grüne Eiblatt. Ab nächste Woche haben wir eigene Salaten. Ursprünglich komme ich aus Tripolis in Libyen, dort geboren. Mein Vater war Militär, von dort verschiedene Länder aufgewachsen, Malaysia, Hongkong, Singapur, mit Großbritannien mit 10 zum ersten Mal gesehen, dort selber im Militär, Irland, Norwegen, Deutschland auch, aber als junger 20-Jähriger. Ich kam nach Deutschland in 87. Ich habe eine Oldenburgerin kennengelernt und sie hat gleich die Ketten angelegt. Und das ist jetzt, ja, 26 Jahre her. Ich finde Oldenburg, ja, ein bisschen so wie meine Zeit in Oxford verbracht. Ein bisschen grünlich, aber mit einem Stadtflair. Ja, die Menschen, okay, als Brite muss man ein bisschen dran gewöhnen, aber das habe ich inzwischen. Aber rundherum fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl hier. Tschüss, danke schön. Ich bin der Uwe Schommer. Ich bin Glas- und Gebäudereiniger seit 14 Jahren. Und ja, ich mache das mit dem Fahrrad. Und zwar auf der Umwelt zuliebe. Und weil es günstig ist. Und hier in Oldenburg braucht man eigentlich gar kein Auto. Weil alles, was man erreichen will, das kann man auch mit dem Fahrrad erreichen. Wenn man Spaß daran hat. Meine Mutter ist eine Oldenburgerin. Und mich hat es immer in den Norden gezogen. Obwohl ich mir komplett Süddeutschland, Mitteldeutschland, alles angeguckt habe. Aber Oldenburg ist einfach meine Stadt gewesen. Und deswegen bin ich hier auch geblieben. Und das ist jetzt 28 Jahre her. Ich habe hier dann die Bundeswehrzeit verbracht, habe danach während der Bundeswehrzeit geheiratet und ja, habe dann drei ganz nette Kinder gekriegt. Das ist gut so. Ich bin 55 in Oldenburg geboren worden, habe mich viel hier am Hafen aufgehalten und ich kenne das hier noch, wo hier der Schwan früher der Getreidespeicher war, der alte Hafenmeister, die Dampflokomotiven fuhren hier bis vor den Kran hier, den alten Hafenkran und dann haben wir das hier als unseren Abenteuerspielplatz betrachtet. Ja, nicht? Dann hier bei Vater Rose haben wir uns aufgehalten, Verstecken gespielt. In den Tierfässern natürlich, nicht? Die Klamotten, die waren damals versaut und es gab keine, also gab es dafür auch Haue. Ne? Der Oldenburger Hafen ist meine Heimat. Also wenn ich da oben die ganze Brücke und so weiter, da, nicht? Da oben haben wir ja gewohnt und sind geboren worden. Ne? Und der Hafen, der gehört zu mir, wie ich zum Hafen. Ne? Und ich habe hier auch seinerzeit hier fast 15 Jahre auf meinem Schiff gewohnt. Ne? Also ich habe noch ein größeres. Und das hat hier gegenüber immer gelegen. Und da habe ich mit meiner Lebensgefährtin zusammen drauf gewohnt. Und dann, sobald Zeit war, waren wir auch unterwegs. Die Menschen hier in Oldenburg, das ist eigentlich ein ruhiger Menschenschlag. Abgesehen davon, es gibt immer Querschläger. Ne? Aber alles, was sich hier so in dieser Umgebung hier so bewegt, ne? Das sind eigentlich sehr freundliche und zufriedene Menschen. Ne? Und selbst wenn da mal irgendwo einer gestrandet ist, ne? Der wird nicht irgendwo, ich will nicht sagen, links liegen gelassen, ne? Aber er findet auch irgendwo seine Beachtung. Ne? Und gerade hier am Hafen, hier sind also alle möglichen Nationalitäten und hier trifft sich eigentlich alles. Ne? Und was sich nicht versteht, das redet mit Händen und Füßen. Also es macht einfach Spaß. Ne? So, und so hier am Hafen hier, ne? Einer hilft dem anderen, einer ist für den anderen da. Ne? Und so, einfach gut.